Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Bedrohung9 und herzlich willkommen mal wieder aus LasiLC. Und auch heute habe ich mir wieder Verstärkung gehört und zwar mein Nebenfahrdienstleiter. Ich weiß gar nicht, ob das so gut war, aber der Nebenfahrdienstleiter ist Spanky. Hallo, ist das nicht so gut, wenn ich hier Fahrdienstleiter Das wird sich zeigen. bin Nee, auf der LasiLB oder LASI-Seite sitzt keiner, aber auf der rechten Seite hier sitzt jemand. Oder schauen wir mal, was wird. Oh, stimmt. Die neuen Kesselwagen habe ich noch gar nicht gesehen. Oder? Die sind noch neu. Oder bin ich blöd? relativ neu, ja, seit April. Okay. Okay, mit Perwoll gewaschen. Wo kommt denn der 46 40 18 eigentlich her? Was? Boah, müsste ich selber reingucken, Nee, weiß kommt der von DGHK oder von Digi? gerade nicht. Güterzüge kommen bei mir nur von DGHK. Gibt's keine Nee. Güterzüge mehr, die über Bettchen fahren? Ach, nee, Entschuldigung, ich krieg sogar. Weißt du, fängt ja wieder gut an, dass ich hier wieder Nö. komischen Kram erzähle. Doch, doch, doch. Die 64er und 62er, die kommen von DG. Die kannst du mir auch, wenn's. Ah ja, da sehe ich ja gerade einen. Ah, der ist gerade auf dem Weg, glaube ich. Der kommt doch gerade gleich bei dir rein. Der Ja, fährt. genau. Den kannst du geradeaus über die Einser schicken, wenn du willst. Solange der dir nichts blockiert, aber der dürfte eigentlich nichts blockieren. Nö. Weil der letzte Warte, Fahrer. ich guck noch mal fix, ob der 37er da Kollision haben könnte. Der kommt in 20 Minuten, aber in 20 Minuten müsste der Güterzug ja auch bei dir sein. Ja, deswegen. Strecke 1, gib ihm. 64. Der hat 5 Minuten Verfrühung. Schau mal eben, ob das Sinn ergibt. Ich habe kein Der Problem ist damit. dann 12 Minuten später, also um 23 bei dir. Ja, der kommt bei dir an, wenn bei mir der 37er ankommt. Dann jagen wir den mal geradeaus durch. Genau. Auf der Schnellen kommt ja dann der Pendo. Genau, der ist auch schon auf dem Weg. Den hab ich dir nicht geschrieben bis jetzt. Brauchst du auch nicht. Will ich aber. Gar nicht erst abgewöhnen. Wenn ich jetzt der KI schreiben würde, die würde fragen, was? Aber geht ja nicht mehr. Früher konnte der KI auch schreiben. Aber das hat halt zu komischen Fehlern geführt, deswegen haben sie es abgestellt. Ich frage mich, was Lasi, was mit dem 40166 ist. Der hat ja immer noch rot. Der 40166 da. Wahrscheinlich hat er noch seinen Halt. Versuch du mal die Durchfahrt für den zu stellen. Vielleicht reagiert die KI da Ah drauf. nee, der fährt erst um 7 ab. Ach so. Naja. Also in einer Minute. Ja, dann stell schon mal die Fahrt für den, dann kann er direkt auf grün ausfahren, statt auf Nee, gelb. nee, der ist so ein Lasi, LB. Der geht mich Ja. eigentlich schon gar nichts mehr an. Ja. Also, Der, der. einmal kurz für dich zur Aufklärung. Dein Hauptsignal auf der Linie 1, wenn das auf Halt steht, dann kriegt er nur eine gelbe Ausfahrt und keine grüne Ausfahrt. Ich weiß Weil schon. das Vorsignal in LB, deswegen sage ich, kannst du ihm ja jetzt schon die Fahrt stellen, dann kann er direkt auf grün statt auf gelb ausfahren. Wie denn? Der Weil der fährt nach fährt ja jetzt Zawirze. gleich schon aus. Der fährt nach Zawirze. Ach so. Und der kriegt komischerweise jetzt SZ beim. Auf LA. Naja. Wird schon KI sein. halt. KI. Oder KD. Aber da sind sie ja auch fleißig dran am Arbeiten. Ich habe auf jeden Fall im Forum einen Thread gesehen, wo mindestens eine Person regelmäßig die Situation postet, die die KI so komisch macht.
Lässt du den 24, 40, 37 auch bei dir durchballern? Richtung Betzin runter? Nochmal welchen? Den 24, 40, 37 fährt er auch. Der fährt gerade durch, ja. Da freut er sich sicher. Das ist halt das, wo der Fahrplan noch verbesserungswürdig ist. Aber ich glaube, der würde. Ich glaube, Wieso? manchmal würden die zu ihrer Ankunftszeit Kollisionen auslösen. Kann das sein? Die sind halt nicht auf Kante genäht. Das, was du ja propagierst, das ist ja alles auf Kante zu nähen, aber das ist ja nicht gut. Die Fahrpläne, die sind ja so geschrieben, dass da Puffer- und Ausweichsachen eingeplant sind. Das heißt, Der du hast Puffer die ist auch Freiheit, du eingeplant. hast die, du hast die Freiheit, die anders zu schicken, als es im Fahrplan steht. Der Fahrplan ist aber so gebaut, dass es keine Kollisionen gibt. Oder dass, wenn Kollisionen passieren, dass dann trotzdem noch ein bisschen Spielraum ist. Bei mir ist gerade fliegen zwei Züge knallen gerade durch, einmal 46, 40, 18 und 41, 18. Oh, inserviert jetzt mal das Manöver so passiert, wie es passieren sollte. Was denn? Pendo vor. Genau, Pendo vor der S-Bahn. Am coolsten ist es auch, wenn du hier diesen. Du kannst ja auch diesen Güterzug von Pretschmiaki da. Kannst du ja auch über die zwei schicken, über die drei meine ich. Dann kannst du ja auch noch da rumnehmen und dann ist ja geil, dann kannst du so wie Badewanne fahren, das ist voll geil. Und kannst auch die La umfahren, das ist auch lustig. Dann fährt er halt nur 40, aber man muss halt nicht mit 20 drüber fahren. Du meinst über die vier? Nee, über die drei. Du kannst ihn ja bei Bei der LB über drei? die drei schicken und dann könntest du den ja auch dann über die Weichenverbindung nach Pretschmiaki hochschicken. Dann bei der. Du kannst aber bei der Fahrstraße ist es lustigerweise so, dass du bei der auch über Badewanne fahren kannst. Also du fährst erst über die Verbindung nach links und dann komplett nach rechts rüber. Und kannst diese 20er La umfahren. Das geht aber nur bei dieser Fahrstraße so. Frag mich nicht warum. Das ist ja wild. Schnellste Weichenverbindung, wie gesagt, vom Gleis 3. Raus ist eigentlich auf Strecke 1, weil da ist eine 60er Weiche. Die einzigste 60er Weichenverbindung, die es gibt. Auf der gesamten Szenerie. Auf der gesamten Szene, also Warschau bis Katowice. Nee, von Lassi hier Einfahrtsignal bis Ausfahrtsignal. Oder anderes Einfahrtsignal. Anderes Einfahrtsignal. Ich schicke den Güterzug aber auf der 1 auch weiter. Also mal schauen. LB wird mir da wahrscheinlich zur Seite rausnehmen. Aber das ist mir dann relativ. Wenn B denn überhaupt noch die Möglichkeit dafür hat. Nee, stimmt, das ist ja das Problem. LB kann den gar nicht mehr runterziehen. Dann fährt er auf der 1 halt weiter. Du musst das Serviette zu runterziehen. So wird sie wird den wahrscheinlich weiterschicken. Der fährt jetzt einfach durch, aber das macht auch nichts. Der passt gerade richtig gut da rein. Ja. Damit ihr auch checkt, worum wir da überhaupt reden. Ich habe hier immer den Streckenspiegel auf. Das hat mal einer gemacht. Es geht um den Zug, den 64, 69, 60. Ihr seht, dahinter ist nichts. Davor ist der Pendo.
der fährt sowieso nach Müslowitze, der kann eigentlich durchscheuern. Ja, das ist so der Streckenplan, an dem wir uns immer orientieren. Den habe ich auch in den ganzen Videos immer mit offen. Das ist wahrscheinlich zu jedem Fahrdienstleiter noch nicht durchgedrungen, aber das ist halt ein super Werkzeug. Du, nicht jeder beschäftigt sich auch so intensiv damit, das ist ja auch die Sache dabei. Da hast du recht. War der Ist ja 64? vollkommen, Klar, der vollkommen 64, legitim. 90, 60 fährt nur 75? Was, der 64, 90, 60? Ja, der fährt nur langsam. Ist das ein ZXE? Nee. Ja, doch. Müsste. ZX oder ZN. ZX Genau, übrigens ZX. Bauzug. Bauzug. Verhext. Naja. Vierundvierzig, fünfzig, dreißig abgefahren im Pritschmerki. Was ist das? BWE? Nee, ein TSE. Das zum Beispiel ist immer lustig. Laut Fahrplan wollen sie den immer über das Gleis 6 fahren, den Güterzug. Ich fahre den nie über das Gleis 6, weil er ist auch so eine beschissene 20er. Ich hätte mal Bock, den auf Gleis 3 zu schicken, aber das kannst du natürlich nicht machen, wenn Dingsbums, wenn die KI da ist. Warum nicht? Weil die Gleis 3 immer vorblockt und wenn ich frage, ob sie da Platz hat, sagt sie nein, der Zug kann da nicht mehr umgeleitet werden. Klar, bei Gleis 3 können sie den Güterzug natürlich nicht mehr aufs Gütergleis nehmen. Auf die TSEs musst du mal achten. TSE habe ich nämlich gerade bei mir im Fahrplan gesehen und nebenbei mal nachgeschaut, was die Kategorie aussagt. Das sind wohl leere Frachtzüge für Reparatur- oder Testzwecke. Im Speziellen ist das. Kleinen Moment. Wo ist er denn jetzt hin? 64, 90, 60 ist ZXE, glaube ich, Gospodazi oder sowas wird das, glaube ich, da genannt. Jetzt finde ich den TSE nicht mehr. Ach, übrigens, der 6290er, das ist ja der Zug, der über Gora fährt, nach Psari. Das ist ein ZN. Was hat er denn geladen in seinen Wagen? Sieht aber nicht so aus, als ob das ein Bauzug wäre. Nee, ZX ist auch kein Bauzug. Okay. ZN ist der Bauzug. Also. Ist mir gerade aufgefallen. ZX ist was? Das ist eine gute Frage. Ah nee, warte. Jetzt bin ich gerade mental kurz ein bisschen überfordert. So. ZX. Ist eine gute Frage, ist auf jeden Fall kein Bauzug. Aber ZN, laut dem, was ich hier jetzt gefunden habe, ist ein Inspektion und Diagnose, aber das ist wahrscheinlich auch einfach wieder komisch übersetzt worden. Ach, guck mal, da kommt der 37118. So, was machst du mit dem? Fahrstraßenstellen. Wieso? Über welches Gleis nimmst du den denn?
Normal über die 2. Brav. Das ist nämlich das, Ich was der bin andere aber nicht nicht wie macht. der komische Typ, den du letztens erlebt hast, der den einfach auf die 4 durchschmeißt. Mit 80. Ohne, ohne Rücksicht auf Verluste einfach langsam fahren lässt. Ja. Ja, manchmal ist es so. Oh, Kiebel, 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 Kiebel. Es ist wirklich so, dass ich manchmal die Züge von LA, von LB so ein bisschen übersehe. Die sind aber echt blöd zu sehen, muss ich sagen. Da musst du wirklich vorher gut einstellen. Olasi ist besetzt von Fiktion. Fiction soll es Genau. wahrscheinlich heißen. Ah nee, FCKT. nein, ah nee. Das ist halt ein Wort, was wir nicht aussprechen sollten. Ja. Sonst werden wir gebannt. Ja, das nicht, aber dann geht dir die Monetarisierung für das Video futsch. Wie bei Gronkh. Du bist ein, was hat er gesagt? Du bist ein Lemurensohn. Das ist auch eine schöne Art, die Wortfilter zu umgehen. Ja, genau. Ja, schön. So, Pritschmerki auflösen. Aber auch eine schöne Gemischtwarenladen. Ein Flachwagen und leere E-Wagen. Ob das per Zufall zusammengestellt wird, was da kommt? Nee, Das. das ist alles festgelegt. Das ist auch stündlich immer dasselbe. Aber manchmal hast du ja auch Loks drin im Zugverband. Ja. Aber soweit ich das weiß, sind das stündlich immer dieselben Züge, die da kommen. Auch mit derselben Zusammenstellung. Ja, beziehungsweise es gibt, glaube ich, 3, 4 verschiedene Sets, die auf einer Zugnummer unterwegs sind. Also Zugnummer relativ. Da meine ich dann sowas wie 64, 9 und dann XXX, also die letzten 3 Ziffern, Ich weiß, was du dann halt meinst. laufend. Der 37110 ist auch ein Personengemischtwarenladen. Der 118er, meinst du? Genau, der hat gemischte Personenwagen. Wo machst du das eigentlich? Der 118er hält er nicht bei dir, ne? Nimmst du Nee. den lieber vorne oder hinten rüber beim Gleislauf? Vorne. Vorne, weil der hat dann seine 40 hinter sich. In einem relativ kurzen Abschnitt. Das hinten nicht kurz? Da muss er erst nochmal über eine 70er-La rüber. Das war auch noch das Problem, denn er hat insgesamt eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn man ihn früh runternimmt. Weil da direkt an den Perrons. Welcher ist das? Kleinen Moment. Der Perron 3, da an Gleis 8B bzw. Gleis 6. Da ist eine 70er La.
Das heißt, der würde da erstmal auf 70 runtergehen und dahinter dann nochmal wieder auf 100 oder 120 hochziehen und dann nochmal wieder auf 40 runter. Deswegen nehme ich ihn immer früh runter, weil dann geht er einmal auf 40 runter, was er sowieso machen muss und kann danach dann einfach mit 100 durchballern, beziehungsweise dann 120, wenn er über die Ausfahrt hinweg ist. Aber der hat den wirklich knallhart durchgenommen. Den 64, 90, 60. Es passt ja auch. Es passt ja 1A gerade. Ja. Ich mache das auch gerne, wenn ich LA bin, dass ich die Züge bei mir auf der Seite nehme. Und dann serviert sie gerade eine Lücke hat, dann schicke ich die dann gleich über die Einser zu ihm, wenn es nach Miskow geht. Dann kann er die auch geradeaus durchjagen. Ich bin aber gerne so wie, wie soll man das sagen? Mit Worten. Wie beim A-Team der Hannibal. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ausgezeichnet. Helitastisch. Hilitastisch. Wie gesagt, ich wünschte mir halt am geilsten wäre, wenn du so einen Güterzug hättest. Irgendwie von Myskow über Kasipirsch und dann Dovgar, Sosnowitsch, Lovny, Polinova und dann nach Katowice runter. Das wäre auch mal eine wilde. Was ein Umweg, ey. Ach so, da gibt es ja unten noch eine direktere Verbindung, ne? Glaube ich. Also was wollt du wolltest von Myskov über Zawiercie? Nee. Von Müslowitze und dann einmal über. Ja, da gibt von Müslowitze einmal was nach Katowice wäre geil. Oder unten von Sosnowitsch Maschki über Kasimirz. Und dann Dovgar. Und dann oben über Polutnove rein nach Katowice. Das wäre auch lustig. Ja, von Maschki kommst du aber nicht nach Kasimir. Ach doch, Doch, stimmt. doch, doch. Maschki hat ja eine direkte Verbindung zu Kasimir jetzt. Genau, das wäre geil. Ach, das ist ja. Ist das ein Umweg? Ne, das ist ein direkter Weg. Ja. Weiß nicht, ob man das als Regionalverkehr oder als. Oder als Linksbumsen nehmen kann. Es gibt ja eigentlich eine Regionalbahn, die über Jesor fährt. Also Jesor, Dorota. Oh, kannst du überlegen, wie war denn die Route? Da gab es was. Da bei Katowice, da gibt es so eine Regionalbahnlinie, die fährt da die ganze Zeit im Kreis. Das war irgendwie ganz komisch, wie die fährt. Ach stimmt, die fährt von Katowice über Poliutnyovo, dann Dovgar, Kasimirz, Maschki, Jesor, dann Katowice-Ligota und dann wieder nach Katowice rein. Eine ganz wilde Route ist das. Warte, die fährt über Polidnove, dann über Kasimir, Zmaschki. Ah ja, und dann den Bogen unten. Und dann über Nach Jesu. Jesor. Und dann Müslowitze, oder was?
Nee, noch weiter südlich. Also, beziehungsweise weiß gerade gar nicht. Ja, Auf jeden hier ist Fall. so Müslowitze und dann kommst du ins Slatz Belina und dann kommst du ins Zawodze wieder rein. Nee, der fährt hinten rum. Der fährt über Katowice-Ligota. Katowice? Wo ist Katowice Ligoda? Ja, das ist ja nach Westen raus aus Katowice. Hinter Da Brünnhoff kommt dann oder was? irgendwann, Katowice-Ligota. Ist das hinter Brünnhoff oder was? Ja, irgendwo da auf der Ecke. Auf jeden Fall dann sagen wir mal stattdessen dann über Brünnhoff oder Brennhoff oder wie auch immer das jetzt richtig ausgesprochen wird. Ja, Maschki und dann fährt sie wahrscheinlich über Jesor und dann fährt sie wahrscheinlich noch unten rum über Krosnovi und dann unten einmal rum, ja. Also einmal Vorstadtverkehr oder was? Ja, quasi. Ehrlich, ey. Nur 37,18 haben wir gerade verpasst. Lazy ist wieder weg. Liegt nicht, der Zug ist nicht mehr da. Ehrlich. Dann stempel dich doch selber ab. Oh, ich habe den 24,1. 37, ich hab den 37er nicht gestempelt, fällt mir jetzt gerade auf. Ja, und Zawirza hat mal wieder keinen Plan vom Leben. Also Standardprogramm Der wieder. 24,1,19er, da ist natürlich wieder verspätet und kommt nach dem 14,1,15. Wir Ja. warten mal. Ja, Was? 41,1,16 mit Funkprobe. Ja, muffelig, aber grundsätzlich hört man mich. Ja, muss ich auch sagen. Aber Verständigung passt schon. Ein Schlag nach oben. Hohoho. Ein Dö. Was ist da denn los? Hat er hier ein Air Traffic Control Headset sich aufgesetzt? Ja, der Lokführer. Ich versuche mal zu funkeln. Ja, so ein bisschen, ja. Übrigens, ich war ja jetzt letztens beim RFU gewesen in Österreich. Und Test, Test. vorher war das, wie oft will er das jetzt nochmal? Ja, selbes Problem. Da, Die früher war Socke das. vom Mikrofon nehmen, bitte. Und früher war das ja dreimal Nothalt, alle Züge sofort anhalten. Rate mal, was wir jetzt sagen müssen, Specky. Ich weiß das schon. Mayday, Mayday, Mayday. Ja, Das genau. wegen der Internationalisierung. Ja, wegen der TSIOP, ja. Mayday, Mayday, Mayday. Hier Flug, Entschuldigung, hier Zug 47. Vor allem, du müsstest jetzt ja wirklich sagen: Mayday, Mayday, Mayday. Hier Zug 47113. Alle Züge sofort anhalten. Das dreimal. Da wirst du ja bescheuert. Weil du musst ja jetzt auch Zahl für Zahl ansagen, ja? Uff. Mann, kann der Güterzug jetzt bitte mal den Block frei machen? Welcher? Der, den ich dir da angekündigt habe. Ach, der da. Frage, Antwort. darf ich dir den 24,119 übers dritte schicken oder soll ich den dir hinter den auf der Einser durchschicken, hinter dem 14,115? Schick den einfach durch. Das ergibt keinen Sinn, den da früh runterzunehmen. Gut, dann müsst So ihr. kann er jetzt 120 bis zu mir durchballern. Ja, schauen wir mal, weil da ist nämlich gleich den dahinter. Ja, die sind gleich schnell.
Das passt schon. Alles gut. Oh, ich kann dir jetzt schon prophezeien, die Betzing-KI, die kriegt nachher Schluck auf. Weil die Regionalbahn leicht, ganz leicht verspätet ist und der 14er On-Time kommt, da kommt die KI in Betzing nicht drauf klar. Die wird dann die Regionalbahn überholen lassen in Betzing, obwohl das gar keinen Sinn ergibt. Tja. Ich finde das auch geil, dass schon wieder der 24er von irgendwem auf Krampf hinter den 14er gesteckt wurde, weil der 14er die größere Höchstgeschwindigkeit hat. Habe ich dir doch vorhin auch gesagt. Ja, wer war denn das? War das Zawirzi? Hat Das war, Zawirzi das das, gemacht? das war glaube ich, Zawirze. Aber ich bin mir nicht sicher. Das ist ja Ich soll kurz verrückt. schauen, wann der. Na, der kam schon mit -11 an. Der Mit kam schon -11. mit 11 Minuten ab. Chanka. Chanka schon ab 11 Minuten. Ja gut, okay, dann 8 ist das Minuten wohl so dann. einfach so. Dann ist es schon gut, dass er auf 8 Minuten wieder runter ist. Aber das ist immer entweder, wenn Psari auf Krampf den 24er anhält, damit der 14er überholen kann, weil der 14er die höhere Höchstgeschwindigkeit hat, auch wenn es nur 20 km/h Unterschied sind. Oder wenn Gora das macht. Was Spanky. kompletter Unsinn ist, weil die zeitlich so gebucht sind, dass das passt. Was Rat denn? mal, was jetzt gerade Lasi B für dumme Scheiße gemacht hat. Rate einfach mal. Ohne auf den Schreckensspiegel zu schauen. Zu spät, hab schon geschaut. Warum? Das ist wieder dieses klassische: Oh mein Gott, das Gleis ist noch nicht frei, aber ich will den Zug unbedingt in den Bahnhof reinholen. Ey, wenn er den auf der 3 zu dir durchschickt, ohne zu fragen, dann schick ihn einfach auf der 3 durch. Darf er auch mal die 20er Langsamfahrstelle fahren? Meine Güte, ey. Was denkt die KI sich denn immer? KD. Ja. Ich habe schon gedacht, die ist so schlau und schickt den 44, den 44 20 19 über die 3. Aber nein, man muss ja unbedingt diesen diesen MPE da drüber schicken. Meine Güte. Ob der 41-16 jetzt mal die Socke weggenommen hat? Weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall nicht mehr geredet seitdem. Hat das Mikro weggenommen. Ach ja. Was ist denn der 4439? Ein Zug. Das ist ein TKE, hat aber Bahntrain geladen. Das heißt ja nichts. TKE heißt ja grundsätzlich erstmal nur Stationsservice. Das heißt, er kann die Schwellen von Station zu Station bringen. Du weißt ja auch nicht, wo die Schwellen hin sollen am Ende.
Ja. Der 4688 planmäßig über die 4 gefahren? Ja, der kommt da planmäßig. Ach soll, der soll ja bei mir sogar auf Strecke 1 fahren, der. Genau. Das ist aber Schwachsinn, den lasse ich immer geradeaus Nein, ist es weiterfahren. nicht. Das ist kein Schwachsinn. Für mich schon. Nee. Das Ding ist, wenn er seinen Halt macht und danach erstmal über die 40er muss, statt Vollgas geben zu können. Bremst du ihn halt unnötig aus und er muss bei dir sowieso noch kurz vorm Einfahrsignal, direkt vorm Einfahrsignal anhalten. Ja, ich höre Das schon. heißt, es ist praktischer, wenn er bei dir die 40 macht, weil die sowieso eingeplant sind, als wenn er sie nach einem Halt macht, wo sie danach nicht eingeplant sind und du dadurch den Zug dann verspätest, dadurch, dass du ihn nicht auf die 1 schickst. Da ist jemand mit der Tax glücklich. Ja, Trax ist ja sowieso immer sehr gefragt, weil es halt eine Weißt moderne Lok ist. Das, ansonsten haben wir ja eigentlich nur Altbauloks. Achso, nee, weißt die Dragon haben wir auch noch. Aber die Dragon fährt halt nicht vor Personenzügen. außer im Szenario. Ja, genau. Achso, habe ich dir schon geschrieben. Ja, dann was. Übrigens, wenn man ein Szenario baut, wo man die Dragon vor einem Personenzug fährt, dann ist das, wäre das auch sehr geil, wenn die Leute dann auch einen Halt in Grotze zum Beispiel einbauen würden. Weil sonst ist das ultra langweilig, mit der zu fahren. Weil du hast im Prinzip du fährst prinzipiell permanent VMAX, weil die so viel Kraft hat, dass die das gar nicht juckt, dass hinten Personen Züge dran sind, Personenwagen dran sind. Und wenn du dann die ganze Zeit nur VMAX fährst und quasi AFB fährst, natürlich kann man auch ohne AFB dann versuchen zu fahren, das ist auch eine Möglichkeit. Und dann im ETCS die ganze Zeit unterwegs bist und die ganze Zeit siehst, dass da einfach nur Sachen auf dich zukommen und drückst hin und wieder mal auf die Makrofon-Taste, ist halt auch nicht das Geilste. Allgemein Güterzug auf der CMK. Stell ich mir ein bisschen was Interessanteres vor. Also ich finde den 1320er schon sehr interessant, wenn du den mit der Dragon fährst, weil du hin und wieder auch wirklich Halte hast, die du machen musst. Und wo das dann richtig zum Tragen kommt, dass das ETCS halt seine Vorteile ausspielt. Dass du zum Beispiel nicht direkt am Signal die Geschwindigkeit haben musst, sondern erst direkt bei der Weiche. Ich habe das einmal so richtig perfekt hingekriegt, dass ich die 60 km/h in Strzelki auch on point an der Weiche dann erreicht habe. Das fand ich schon sehr geil. Kann ich mir vorstellen. Der 2419 fährt wirklich erstmal nur 70. Ja, man Lahmarsch. könnte meinen, dass ich da richtige Sachen erzähle. Könnte man meinen. Ah, jetzt gibt er Gas. Aber schon lustig, wenn der Bot fährt und kurz hinter der Ladestelle dann die IONO7 dann aufhören. Weil sie wieder Gas gibt.
Jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt bin ich gespannt, welchen Zug Prinz Miyake als erstes schickt. Er hat jetzt zwei Züge nebeneinander stehen, den 41 40 50 und den 44 60 20. Er schickt den 60-20, glaube ich, als erstes. Nee, Quatsch. Der steht ja im Regelgleis. Der will ja das Gegengleis immer erstmal freikriegen. Deswegen würde er den 41, 40, 50 als erstes schicken. Komplett ungeachtet dessen, ob der 44, 60er in Bewegung ist. So. Ach so, ja, Vorplan. Ach so, ja. Verstehe nicht, der schickt jetzt wahrscheinlich überhaupt keinen Zug. Ah, 41, 40, 50 ist jetzt da. Das hast richtig gehabt. Ja, weil er erstmal das Gegengleis frei haben will. TME. TME. Na, 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 na. So, da 18 Minuten, dann schmiert dein Simrail ab, habe ich gehört. Zumindest nach der Erfahrung der letzten Tage, ja. Mal, wenn der eine Zug schneller wäre, hätte ich auch gesagt, er kann den 44, 60, 20 auch im Gegengleis fahren. Ich das machen?
Was willst du machen? Nee. Oh, fuck. Doch. Was denn? Oh, die. Mann, Betzin. Ist Betzin besetzt von einem Spieler? Nee. Oh. Scheiß KI. Was los? Er wollte mir den 6290er im Gegengleis schicken. Ich habe aber nicht schnell genug geantwortet. Jetzt schickt er mir ihn nicht im Gegengleis. Und dahinter ist direkt der Pendolino. Läuft wieder alles sehr gut hier mit der KI. Ich sehe es. Die KI, die keine PTs gewährleistet. Aber da bin ich mal gespannt, was der nächste Fahrplan bringt. Bin ich auch Ist ja auch gespannt. nicht mal mehr einen Monat hin. Bisschen weniger. Ja. Wäre lustig, wenn es hier auch einen Güterzug mit der Dampflok geben würde. Das wäre lustig. So eine Sonderfahrt. Läuft dann hier die TY2 vorbei. Wäre Dann lustig. fragen die Leute sich, was sollen denn die Einträge hier mit dem P am Ende im SWDR, EDR. Ich bin so geschädigt durch TEDx, ey. P ist Dampflok P ist Dampflok, ja. oder was? Also ein TSP wäre zum Beispiel Stationsservice Güter Dampflok. Ja, deswegen nehmen wir Oder so ein eine. EP, was ja die Leute immer wieder sagen, wäre eine Express-Dampflok. Ein Eib. Personenzug. Ein Ein Eib. Eib. Der Eib. Nicht zu verwechseln mit den Eib von der Eisenbahn. Den Ausbildenden. Achtung, Verwechslungsgefahr. Eib und Eib. Ich habe auch schon was ganz Exotisches gehört. Da hat jemand das Ape genannt. Aha. Also nicht ganz wie der Affe, aber so ähnlich. Weißt du, warum die Lokführer bei der DB drei Streifen haben? Na, erzähl. Oh, ja, ein Streifen heißt, er kann lesen. Zwei Streifen heißt, er kann schreiben. Und drei Streifen heißen, er kennt jemanden, der lesen und schreiben kann. Ah ja. So haben wir uns damals immer gegenseitig verarscht. Ich hatte ja auch die drei Streifen auf der Jacke gehabt. Die Schulterstücke als Lokführer. Damals, wo noch UBK-Pflicht war. Mann, war ich da stolz. Wo bitte was Pflicht war? UBK, Unternehmensbegleitungspflicht. Ach so. Ach, guck mal. Was habe ich prophezeit für Betzin? Der EC muss auf Krampf die S-Bahn überholen. Hat er dir jetzt das erste genommen? Ja, die S-Bahn ist auf dem ersten und der EC ist auf dem zweiten. Wer? Wer? Was? Lazy, du versuchst, diesen 7313 übers Dritte zu boxen. Ich reiß dir die Augen auf. Er hat jetzt schon wieder Nein, gefragt, nein, ob er. nein, 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 hat er nicht, hat er nicht. Er hat alles ordentlich gemacht diesmal. Ganz ruhig, Petro. Du brauchst nicht deine Medikamente nehmen, dein Blutdruck kann von selber jetzt wieder runtergehen. Alles gut, der macht diesmal alles richtig. Sagst du? Ja, und gleich ist der 73er auf Gleis 3. Oder Gleis 7? Gleis 7 wäre immer noch besser als 3, aber ich habe den 40 ins 21 Grad bei mir. Ich fand auch die Beschreibung so geil von diesem Forum, wo sie geschrieben haben, ob es demnächst mal Ereignisse geben wird,
Fahrplanereignisse und so weiter. Und dann stand nur runter mit dem Zwinker-Smiley, die Spieler sorgen für genug Ereignisse. Ja. Ist aber wirklich so. Wär geil, Schau wenn sich das irgendwie. auf diesen Streckenspiegel. Ja, du, ich hab's prophezeit. Du, ich lese die KI wie ein offenes Buch. Mensch, ey. Ich verstehe das auch nicht. Also früher war das nicht so schlimm. Da muss ja zwischendurch Es ist irgendwas mir an der jetzt, KI geändert worden sein. es ist mir jetzt egal. Ich gebe diesen Lasi kein, keine, kein. Ich gebe den Lasi hier keine. Ich löse einfach den Block nicht auf. Dann kann er den mir nicht übers Dritte schicken. Ist mir egal. Den löse ich jetzt nicht auf. Du Nee, schickst ihn. der kann ja von da aus, der kann ja von da aus auch wieder auf die 1 rüber. Ja, soll er machen. Und hier ist auch noch der Güterzug, der sich gerade hier lang schleicht. Zu dir. Es ist und bleibt ein Rätsel. Boah, die Fahrstraßen stellen sich schon sehr langsam. Ja, das hat aber nichts zu sagen. Das ist bei mir genauso. Wow, er hat ihn wieder richtig genommen. Das gibt's ja wohl gar nicht. Wunder gibt es Das geht immer wieder. doch gar nicht. Doch, bei Roller. Schleichwerbung mal wieder. Ja, genau. Pass auf, ich muss gleich hier bezahlte Werbung aktivieren und YouTube. Ja. Dabei wirst du doch gar nicht für bezahlt. Hast du recht. Einfach irgendwo Dauerwerbesendung hinschreiben, dann ist alles gut. Bist du ein bisschen wie Bernd das Brot auf Kiga, so ein bisschen. Hast du gehört, der Kika Nein. soll bald eingestellt werden oder zumindest Teil von einem anderen Sendeprogramm werden. Okay. Die wollen ja jetzt die Öffis alle ein bisschen zusammenschrumpfen, damit sie mit dem Geld besser hinkommen. Ja. Oder wollen sie wohl 4 Sender zusammenlegen, also immer mal ein paar mehr Ja. oder weniger. Und unter anderem soll der Kika dabei draufgehen. Okay. Ich habe damals, wo ich noch bei der Parkeisenbahn gearbeitet habe, als junger Eisenbahner, haben wir immer Ausflüge gemacht. Und wir waren auch mal beim Kiga in Erfurt gewesen. Ich habe sogar mal, wie hieß der eine, der Juri oder wie er hieß. Den habe ich damals sogar, glaube ich, getroffen. Juri? Juri, ich weiß gar nicht. Das war aber nachher. Genau, Juri Tetzlaff hieß der. Da haben sie gerade, es war gerade mitten im Sommer und die haben gerade Weihnachtsprogramm gedreht, das weiß ich noch ganz genau. So, was hat das jetzt gebracht, dass man den Güterzug so früh durchgeprügelt hat? Das hat jetzt gebracht, dass der jetzt 15 Minuten Verfrühung hat. Aber was soll denn mit 15 Minuten Verfrühung? Ja, kriegst übrigens jetzt Bahnschwellen mit dem 62er. Nice. Wenn ich das richtig sehe. Bahnschienen oder irgendwie Betonelement oder sowas.
Also entweder was für den TEDEC-Ausbau oder für Workers and Resources. Betonteile. So, bei mir ist gerade der PBJ durchgefahren. Mit 4 Minuten Verspätung schon wieder. Wundert dich das denn? Nö. Und der Gut. 73.113 ist trotz der ganzen Sache noch einigermaßen glimpflich davongekommen. Mit plus 1. Der überholt jetzt den 44.1041. So geht gerade nicht. Ist gerade noch der PWJ da. So, 40.168, wenn der durch ist, wird dann der letzte Zug. Oh. Was denn? Oh, ich glaube, das war falsch. Also entweder ist der Pendolino noch nicht ordentlich gestempelt oder ich habe falsch gepöbelt. Der hat keine Verspätung bekommen. Der ist gerade ein Der ist DG. vollkommen im Plan. Trotzdem, dass der komische Kram in Betzin passiert ist. 4619 bei der S-Bahn Richtung Stadt. 40, 6, 19. 19, da. Das ist der Richtung Katowice, ja. Ja, genau, weil du gesagt hast, der muss die S-Bahn überholen, aber der stand ja dann einfach nur da. Wer stand da einfach nur da? Lese ja, Real MK hat mir geschrieben. Okay. Es tut mir jetzt leid, wenn ich dir das sagen müsse, aber ich weiß nicht, wer du bist, aber. Servus. So, sorry, muss ich einfach was. Sorry, ich bin ehrlich. Was? Ich verstehe den ganzen Zusammenhang gerade nicht. Siehst du das nicht? Lasi LA unten im Chat. Nee. Moin, Petro P9, ich bin's, Real MK. Hat er unten geschrieben. Unten links im Chat. Ja. Aber das ist wie mit einem Punkt, das hat eine gewisse Reichweite. Also das siehst du nicht? Okay. Gut, dann siehst du es halt nicht. Ja, wenn nicht, dann nicht. Gut. Also meine Züge werden alle durch. Wir sind auf 55 Minuten im Video. Deswegen würde ich sagen, war eine lustige Spiel-Session. Hat gut geklappt mit dem Spanky, würde ich sagen. Ja, läuft. Und deswegen, bevor dein Simrail abkackt, würde ich sagen, wir beenden das Video. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch alles fürs Zuschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir drohen P8 Adam 9 und Spanky. wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.